So, ihr Lieben, es ist soweit. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir im vergangenen Jahr 2019 eine große Crowdfunding-Kampagne am Laufen gehabt für unsere DVD-Blu-ray, ziellos, live im Pantheon. Und da gab es Dankeschöns. Und zwar haben da Menschen erworben, dass wir einen Wunschsong für sie arrangieren, aufnehmen und als Video produzieren und posten. Und das beginnt heute. Heinrich hat uns einen von ihm vertonten Erich Kästner-Text zukommen lassen und hat uns gebeten, diesen für ihn aufzunehmen. Wir haben das Arrangement, was er geschrieben hat, noch ein bisschen abgewandelt für uns, dass es ein bisschen besser auf uns passt, und haben das Ganze aufgenommen, als Video produziert. Und da ist es nun. Der Maskenball im Hochgebirge. Also, Entschuldigung. Der Maskenball im Hochgebirge. Fast vergessen. Eines schönen Abends wurden alle Gäste des Hotels verrückt und sie rannten schlagerbrüllend aus der Halle in die Dunkelheit und fuhren Ski. Und sie sausten über weiße Hänge und der Vollmond wurde förmlich fahl und er zog sich staunend in die Länge. So etwas sah er zum ersten Mal. Manche Frauen trugen nichts als Flitter, andere Frauen waren in Trikots sehr kleidsam. Ein Fabrikdirektor kam als Ritter und der Helm war ihm zwei Kopf zu groß. Sieben Rehe starben auf der Stelle, diese armen Tiere traf der Schlag. Schon möglich, dass es an der Jazzkapelle, denn auch die war mit Gefahr lag. Die Umgebung glich gefrorenen Betten, auf die Abendkleider fiel der Reif, so kalt war's. Zähne klapperten wie Kastagnetten, Frau von Costas Brüste wurden steif. Oh, das Gebirge machte böse Miene, das Gebirge wollte seine Ruhe verständlich. Und mit einer mittleren Lawine deckte es die blöde Bande zu. Dieser Vorgang ist ganz leicht erklärlich, der Natur riss einfach die Geduld. Wen wundert's? Andere Gründe gibt es hierfür schwerlich, den Verkehrsverein trifft keine Schuld. Man begrub die kalten Herren und Damen, und auch etwas Gutes war dabei. Für die Gäste, die am Mittwoch kamen, wurden endlich ein paar Zimmer frei.